Mein Name ist Wiebke Wilms, ich bin bildende Künstlerin aus Halle an der Saale und hier im Hintergrund findet im Kaffeerausch gerade der 9. von 11 Workshops der Reihe Jeder Schnipsel zählt statt. Jeder Schnipsel zählt ist ein partizipatives Kunstprojekt, das ich als Artist in Residence in Vechta dieses Jahr hier durchführe. Die Stadt und die Uni haben mich eingeladen, in Vechta die Leute zu animieren, Collagen zu machen, denn das ist mein Steckenpferd. Und das ist genau das, was wir heute machen werden. Wir werden kollagieren zum Thema eine Stadt im Miteinander. Also mit dieser Frage im Hinterkopf, was macht das Miteinander in Vechta aus? Jeder Schnipsel zählt, was bedeutet das eigentlich? Für mich bedeutet das, dass jeder in einer Gesellschaft wichtig ist und in die Gesellschaft hineinwirkt. So wie eben in einer künstlerischen Collage jeder Schnipsel entscheidend für das Gesamtwerk ist und für den Klang eines Bildes, so ist es eben auch in der Gesellschaft. Deswegen hatte ich schon diverse Workshops mit unterschiedlichen Gruppen in Vechta. Ich war in der JVA für Frauen, ich war bei Provita und habe mit Senioren gearbeitet, ich habe mit Schülerinnen und Schülern jeder Klassenstufe gearbeitet, mit Mitarbeitern und Studentinnen der Universität, mit dem Stadtmarketingverein, mit unterschiedlichsten Gruppen und ja, ich freue mich noch auf die letzten Workshops und werde dann aus all diesen entstehenden Collagen eine riesige Gesamtcollage machen, ein Gesamtkunstwerk, was das Miteinander in Vechta repräsentieren soll. Und ich freue mich schon darauf, wenn das dann im Mai vermutlich im Rathaus präsentiert wird.